Hallo, ich bin der Gamer und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda, A Link to the Past, Teil 11. Und wir sind immer noch hier im dem Schatten-Dunkel-Tempel-Gedöns-Dingens. Und Leute, würde jetzt auch sagen, Moment mal, warum habe ich jetzt Feen? Ja, das ist nicht das Einzige, denn ich habe auch ein kleines Problem gehabt. Und zwar, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Jetzt werde ich die ganzen Wege abgehen, die ich gerade schon gelaufen bin. Oh, damit halt der Vollständigkeit halber. Ja, ist ein bisschen blöd, aber ja. Genau, hier gab es die erste Kiste. Nichts Weltbewegendes, nur dass hier halt in der Mitte diese Statuen Feuer spucken. Sonst gibt es da aber nichts. Das ist so der interessanteste Raum von den ganzen Räumen. Ich habe jetzt so 5 Minuten gespielt oder was und ja. Bin ich hier rüber. Genau, tolle Bodenplatte. Ich habe nur gerade geschaut, so alt Aufnahme, du müsst laufen und das Aufnahme läuft nicht. Warum läuft die Aufnahme nicht? Da ist irgendwie das abgeschmiert, aber nein. Selten, dass OBS tatsächlich Probleme hat, aber das war jetzt so ein Fall. Jetzt sind wir in diesem schönen Raum. Dem Teleporter haben wir gedacht, gut, kein Problem. Gehe ich rein. Bin jetzt ein Stockwerk weiter unten. Was natürlich sehr schön ist. Wenn ich hier reingehe, komme ich wieder hier oben raus. So. Das ist beabsichtigt. Dort oben ist ein Hinweisfeld. Mob, hörst du mich? Ich bin es, deine Zelda. Ich bin im Schildkrötenfelsen oben auf dem Todesberg eingeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber bitte, bitte beeil dich. Ich warte auf dich ungeduldig. So. Genau. Im Gegensatz zum vorigen Teil ist jetzt auf 4 Stunden später, weil ich hatte irgendwas anderes zu erledigen. Und ja. Zumindest hat sich die Konsole nicht aufgehängt. Hier ist sehr interessant. Das auf der rechten Seite ist auch noch ein Loch, das man freisprengen kann. Aber das mache ich erst später. Okay, ich hasse den Raum. Ich muss gerade überlegen, wie ich das mache. Ja. Ach, besser. Ach, okay. Dann brauche ich tatsächlich die Pfeile. Na? Das einzige Nachteil der Gegner ist halt ziemlich ätzend. Die anderen beiden sind nicht so das Problem. Die Wände zu der Seite sind fake, glaube ich. Ja, genau. So. Sind mir jetzt gerade relativ wurscht, denn ich komme hier in diesen Raum. Gehe ich hier nach rechts. Da sind wie Feen. Wie spawnen, deswegen. Ich habe die Biene, die ich gehabt habe, freigelassen und die hat mich dann noch eine ganze Zeit lang verfolgt, aber ja. Ups. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Genau, hier war noch eine andere Truhe, die ich geholt habe.
Die Gegner splitten sich auf. Und ja. Ich kann hier nicht wirklich was machen, da brauche ich nämlich, glaube ich, einen anderen Gegenstand. Ich glaube, einen Hammer oder so. Genau. Und dann gehe ich wieder zurück. Sind lustiger als die einzigen Gegner, die wirklich respawnen. So. Und jetzt schaue ich, was hier ist. Das habe ich nicht vorher nicht geschaut. Okay. Ah. Das war nicht das, was ich wollte, aber okay. Mit Skill ausgewichen. Sehr schön, so. Echt Bombenstimmung hier. Okay, es hat funktioniert, sehr schön. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Sehr schön. Sieht verdächtig aus. Ja.
Ich am Kompass. Ich bin wieder hier, okay. Sterben die nicht. Sehr schön. Ach, da komme ich hier raus, okay.
Auf jeden Fall einen anderen Gegenstand. Och, super schweres Rätsel. Wahrscheinlich irgendein Trick. Ah, ich hab was im Auge. Das bringt mir echt viel. Okay.
Bin ich hier? Okay. Achso. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Mir fehlt einfach der Hammer. Moment. Ehrlich gesagt, habe ich in der Lösung geschaut und ja. Ja, man kann hier auch rumgehen. Sehr schön. So. Ich bin wirklich ehrlich, den Hammer hätte ich nie gefunden. Beziehungsweise den. Ich wusste ungefähr, wo es ist, aber ja. Das Problem ist da tatsächlich dann, wenn man ein gewisses Teil nicht sieht, dann hat man keine Chance. Ah!
Das ist ihm hier Riss in der Wand. Nicht in der Mitte, sondern daneben. It's Hammer Time. Das sind Hammerhütten. Hammer damit hölzerne Pfähle ein. Und klopf auch mal auf andere Gegenstände. Kürze ab. Ende Zeit. Fuck. Ich wollte die eigentlich. Und die respawn nicht direkt, ja super. Thank you.
Dann muss ich wieder runter, wieder hoch. Was uns hier erwartet, das erfahren wir im nächsten Fall oder im nächsten Teil. Ich hoffe, der Teil hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht's in den Keller zum Lachen. Ja, ist zeitlich gerade nicht anders besser machbar.